Jo, moin moin, herzlich willkommen hier zurück zu Sowjetkorps. Schlacht um die Krim. Wir sind in Runde 8 von 19. Wir müssen hier unten noch Sewastopol einnehmen und als Zusatzmission haben wir hier gekriegt, hier sind Evakuierungsschiffe. Die müssen wir vernichten. Und die KI ist am Zug. Dann bitteschön, los. Ah, die Festungsartillerie fängt an zu schießen. Da kommen die Schiffe. Ja, das ist aber. Da habe ich einen Panzer in den Wald. Wenn der hier oben rauskommt, ist er tot. Ne, Glück gehabt. Alles klar, das war echt dumm letztes Mal. Gut, hier diesen Flugplatz, den wollen wir uns auch noch irgendwie zu Gemüte führen. Wenn wir stunnen, 1 zu 3. Was mache ich mit dem? Denke mal, den werde ich. Ich denke hier hin. Wie weit kommst du denn? Du kannst den. Ah, der kann nichts machen hier. Der kriegt schon mal im Nachschub. Ah, das ist doof, das ist doof. Das ist wirklich doof. Wenn ich den jetzt verstärke, kriegt er 2 Punkte. Dann kann er wenigstens zurückschießen. Komm her, wir machen das so. Und stellen den hier zur Deckung hin. Vielleicht habe ich ja Glück. Na, komm her, los. Na, ziehst du dich zurück? Jawohl. Hervorragend. Prima, da haben wir den Flugplatz da eingenommen. Das gleiche machen wir auch hier. Dem. Ah ja, da steht einer drin. 2-6. Das könnten wir da machen. Ja, komm. Oh. Trotzdem noch 4. Das sind nur rumänische Einheiten, okay. Jetzt wollen wir hier rein in die Stadt. Die Artillerie muss weg. Der kriegt als erstes mal eben Nachschub. Du könntest bis dahin 1-8. Der ist eigentlich zu stark, um den da hochzuziehen. Obwohl hier unten könnten wir eventuell auch. Wäre es nicht verkehrt, wenn wir da durchkommen. Aber ich denke mal, ich ziehe jetzt erstmal den vor. So, der ist 6 Stufen eingegraben. Kann ich den da gefahrlos hinziehen? Wahrscheinlich nicht. Ah, du kommst da auch ran. Fang mal an, den weich zu klopfen, den Bruder. Und nochmal. So, 06. Jetzt gehst du hier rein, der ist zu viert eingegangen. Einmal fetzt dann mit der Art, mit der Rakete. Sollte er sich eigentlich. Jetzt rückt sie nicht, aber. Ah, soll ich das machen? 1, 3. Ah, Moment, Moment, Moment. Wir könnten auch das machen. Jetzt. Ich würde. Bist du denn? Komm her. Die Brechstange raus. Oh, plus 2 Verteidigung. Prima. Das hat sich doch gelohnt. Du kannst da rein. So. Wie kann ich da? Da kann ich den eigentlich hinziehen, weil er Deckung hat durch die Raketenartillerie. Sehr gut, mit der komme ich da ran. Das. Ja, dann haut der da drauf. Ziehe ich lieber hier so ein oder hier. Genau.
jetzt das Ergebnis aus. 2-6. Ja. Wir haben ja auch noch Rundenzeit, aber wenn wir mal nicht zu gierig werden. Der kann da eigentlich... Oder was ist mit dem? 2-5. Oh, wenn der den runterkurbelt, das kann dann auch Autschi werden. Du bleibst da stehen, denke ich mal. Den könnten wir, ja, den holen wir auch nach. Du hast noch 8 Schuss, 2-9. Das ist rumänische Gebirgstruppen. Komm her. Das, denke ich, könnten wir durchaus machen. So, hier haben wir alles gezogen. Dann wollen wir jetzt mal auf Schiffsjagd gehen hier. Wir fahren hier mal ran. Geben den mal rein. Schwere Festungsartillerie. Oh, da haben wir was entdeckt. Das ist ein Schnellboot. Und hier der fette. Das ist das Fest. Das ist die Festungsartillerie, alles klar. Sollten wir jetzt aber kriegen, genau. Der ist zu fünft eingegangen. Nee, das mache ich nicht. Wenn der verbitterte Verteidigung macht, dann tut das weh. Jetzt haben wir hier unsere neu gekauften Bomber. Die sind hervorragend gegen Schiffe. Zwar noch nicht so erfahren, aber immerhin. Mit denen klären wir weiter auf hier. Mal sehen, was hier los ist. Soll uns bitte keiner durch die Lappen gehen. So, du fliegst da. Sehr schön. Okay. Ja. Das wird schwierig zu kriegen. Oh, er hat auch Bomber. Autsch. Alter, das war ein heftiger Treffer, der U-Boot. Und kaputt. Ja. Dann haben wir einen Zerstörer verloren, aber gut. Kein Problem. So, da gehen wir hier rauf. Jetzt weichen wir den ein. Könnten wir den da... Warte mal. Ich mach, glaube ich, erstmal... Doch. Mit den hier mit einsetzen. So. Den fahren wir jetzt hier aus dem Wald raus. Prima, dann können wir den da... Nee, eigentlich will ich den nicht dahin stellen. Nee, du fährst mal dahin. So. Jetzt holen wir hier unsere Artillerie nach. Der haut... Na, warte. Doch, komm her. Schon wieder verbitterte Gegenwehr. Nicht verbittert, erbitterte. Verbittert ist er vielleicht auch mittlerweile, aber... Die Verteidigung war erbittert. Wie viel Schuss hast du noch? Da fährst du mit Sicherheit nicht hin. Du kannst hier... Oh, warte mal. Ich muss mal gut überlegen. Du gibst den. Du auch. Du hast noch 3 Schuss. Du kannst den hier mal einspulen. Und du gibst den ein. So, jetzt können wir hier... Ich glaube, das ist noch besser. Das sind auch rumänische Gebirgstruppen. Rotbannerorden, prima. Und du räumst den weg. Du hast noch 5 Schuss, du holst dir die Flagge. Dann können wir jetzt da zur Not auch noch Flugzeuge mit einsetzen. So, du gehst auf die Nase. Ziehen wir dich da mal eben raus und hol den nächsten ran.
mal eben, dass wir den da irgendwie bearbeiten. Und den vorziehen und jetzt steht der hier und gibt den eine Deckung. Das ist hervorragend. Vielleicht können wir den da jetzt sogar rausboxen. Ja. Im JS. Da fahre ich mit Sicherheit nicht rein. Das wäre super hohl. Was können wir machen? Was können wir machen? Den können wir mit vorziehen eigentlich. Und dann können wir den da rein. Hier auch eine Lücke. Gehst da ran. So. Zum Glück sind das rumänische Truppen, wenn das die deutschen Truppen wären, dann wäre das wesentlich verlustreicher. Also kann ich die auch in den Berge angreifen. Auch erfahrene Panzer sind das, das geht alles. Die nach. Du gehst noch da rein, ja, das ist so eine Gefahr. Du gehst dir das noch holen. Wie hier eigentlich alles erobert, ja, ne? Das kann so bleiben, okay. So. Gehst du auf das U-Boot oder auf die Artillerie? Wir wollen hier aber weiter die Schiffe bearbeiten. Gehst mal hier. Du kannst darauf. Und du gehst hier auf den scheiß Bomber. Du holst den runter, würde ich sagen. Ja, obwohl, das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, mit dem fliege ich lieber nochmal aufklären. Ach, guck, da hat sich einer versteckt. Da gehen wir... die können wir gut schwächen. Oder hier, dann können wir unsere Zerstörer nachholen. Rum. Okay, gut. Ja, die hat verloren, die Stadt. Nur die Schiffe, die werden wir nicht kriegen, das sind zu viele. Na, keine Chance. Kommen wir nicht ran. Jetzt ist auch noch... Nee. Regen. Das Ziel können wir nicht mehr erreichen. Schade eigentlich. Naja, was soll's. Dann holen wir uns hier oben noch die Punkte. Oder haben wir ja schon, ne? Aber die können wir noch eben erledigen. Du kannst... Was machst du? Du holst den. Sollte das theoretisch, ja, den reichen. Okay, das war das. Hier ist jetzt erstmal nicht ganz entscheidend, wie hoch kommen wir mit denen. Tja, da ist nichts. Wir können das U-Boot nochmal angreifen. Auch nach. Gucken wir mal. Ja, schade, dass das Wetter so schlecht ist. Das ist echt Pech. So, du hast noch zwei Schuss. Du hast auch noch zwei. Ist natürlich jetzt auch, glaube ich, angesagt, Nachschub zu holen bei so einem Wetterbedingungen. Das bringt mehr als zu kämpfen. Da haben wir sowieso schlechte Angriffswerte dann. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Du fährst hier auf den Flugplatz. Dann können wir unsere Flugzeuge hier nämlich jetzt auftanken. Du gehst da rein. So,
du killst Aki? Und du fährst da. Schuss hast du denn noch? 3. Du kriegst auch Nachschub. Jetzt hier da. Den haben wir auch schon mal hinterher. Ist da. Du kriegst Nachschub. Da können wir dann erstmal nichts weiter machen. 3, 6. Nee. Unser KV 85, der ist schon gut. Nee. Ja, das können wir machen. Der hat ja Artilleriedeckung. Fährst einen hoch, dann können wir den ran. So, Flugzeuge hier zum Auftanken. Brauchen eigentlich nicht tanken. Die können dahin laufen, dass wir nicht doch besseres Wetter haben. Der ist auch weg. Verschwindender Nebel. Schlechtwetterwolken. Ah, der hat Artideckung. Das war nicht so klug, der Angriff, was? Er sieht die Artilleriedeckung nicht, deswegen greift er da an. Geht richtig auf den Deckel. Sehr schön. Oh, jetzt sogar noch schlammig. Aber die Zerstörer konnten entkommen, ey. Was für eine Schande. Dann kriegen wir den noch. Naja, 4er Stärke wahrscheinlich nicht. Aber mal aufhalten. Können wir hier noch Erfahrung sammeln in irgendeiner Form? Naja, Schlamm behindert die Bewegung jetzt auch richtig. So, jetzt rückst du noch ein bei davor. Zur ersten Artillerie. Fährst dahin. Hier. Na gut, das war jetzt überflüssig. Nicht so schnell gesehen, dass die schon noch 2 Dings kommen. Den dahin. Du fährst mal eben raus hier. Fährst du damit runter. Gehst da rein. Du gehst da hin. Der kriegt Nachschub. Das können wir auch riskieren, weil wir den nämlich jetzt noch einweichen. Boxen wir den da raus. Na, bitte, die Gegenwehr macht nichts. Nochmal. Auch nichts. So, jetzt sind wir da durch. Jetzt können wir da reinfahren, ja. Sehr schön. Den noch schon mal einweichen. Also, wir haben jetzt alle Hauptziele erreicht, glaube ich. Das ist jetzt gleich schon ein Triumph. Das müsste ein Triumph sein. Nee, geht weiter. Er gibt uns die Zeit, die Schiffe zu kriegen, die wir eh nicht, wo wir eh nicht rankommen. Diese Stadt ist völlig wertlos, aber warum nicht, ne? Ach, das wurde es. So, du musst hier bearbeiten. Zusammen mit der Artillerie. Ach, hier ist noch ein Siegziel, das habe ich gleich gesehen. Jalta. Da wo die Konferenz war. 45, ne? Von Jalta oder 45? Auf den Bunker. Wow. 10er Treffer. Können wir hier vielleicht doch noch was abfangen? Ah,
verdammt, ist genau da das Schiff gewesen. Na gut, hat sich ändert. Du holst den mal runter. Fährst hier mit zur Deckung. Fährst zum Flugplatz zurück. Keinen Sinn mehr hier. Kommen wir nicht ran. Können wir vielleicht noch blocken. Du gehst hier mal rauf. Du holst sie hier ein bisschen Erfahrung. So. Den auch einlullen. Und dann raushauen. Irgendeinem ran. Oh, warte mal, wir können mal was probieren. Nee. Doch nicht so gut. Noch mal einen zur Probe nehmen. Hier ja noch einen besseren. Der holt den da jetzt raus. Oh. Da kannst du hier sogar ganz reinfahren. Schöne Bewegungsrate hast. Dann nutzt du das. So, das sollte jetzt ein Triumph sein. Jawohl, Triumph. Alles klar. Schwierigkeit. Einstellen, rückgängig machen, aus. Das ist immer noch auf Feldmarschall. Spielern fortfahren. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie diese Zusatzmotion auf sich genommen haben. Die Krim ist für Mütterchen in Russland von großer Bedeutung, weswegen der Führungsstab Ihr Engagement und noch viel mehr diesen entscheidenden Sieg zu schätzen weiß. Sie haben eine große Zukunft vor sich. Weiter so, Genosse. I will keep this brief, as time is not on our side. This may be our most important battle so far, and you are to play a vital role. You will receive a set of objectives, and as ever, these must be completed. There is also another mission for you. You will have auxiliary partisans at your disposal. They are tasked with disrupting rail communications. You will receive instructions on how they may be deployed. Partisans are unable to receive replacements and need to work quickly. Okay, Juni 44. Operation Bagration. Ah, okay. Das ist die große Sommeroffensive der Roten Armee 44 gewesen gegen die Heeresgruppe Mitte, wo die Heeresgruppe Mitte zerschlagen wurde, komplett. Da haben sie die einfach plattgewalzt. Das war ein einzelnes Gemetzel. Und ja. Oh, was ist das hier? Elite-Einheit. Oh, okay. Können wir aufwerten. Und JS2, eine neue Katyusha und eine LA-7 Jäger. Bewegen Sie Partisanen an die Stelle, die auf Ihrer taktischen Karte mit A markiert ist. Warten Sie, bis Sie Sprengstoff angebracht haben. Am Tag darauf werden Sie die Gleise an der Stelle in die Luft sprengen, die mit B markiert ist, und so die Eisenbahnverbindung lahmlegen. Diese Aufgabe muss innerhalb von 5 Tagen abgeschlossen werden. Okay. Ziemlich große Karte hier. Freie Flächen, ein paar kleine Städte. Und wir können 45 Einheiten aufstellen und 45 haben wir plus unsere 3 Elite-Einheiten. Das heißt, das wird eine große, fette Materialschlacht werden. Damit würde ich sagen, geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ciao.